Wir machen jetzt weiter bei dem Thema Krebsursachen und Krebsvorsorge. Gibt es so ein bisschen Rauchen, ganz klein bisschen, das okay wäre, oder sagen Sie wirklich? Also beim Rauchen muss ich einfach sagen, da ist Nulltoleranz die einzige Reaktion, die adäquat ist. Und Alkohol, da gibt es ja immer wieder so die Meinung, dass Rotwein sogar gesund wäre? Auch beim Alkohol tatsächlich so wenig wie möglich. Wenn Sie nicht rauchen, wenn Sie das nicht tun, dann ist wahrscheinlich viel Sitzen und wenig Bewegung. Die Amerikaner sagen, it's the new smoking. Hier hat man wirklich mal versucht, in Deutschland zu überlegen, wie viele Krebserkrankungen wären vermeidbar. Finde ich eine ganz, ganz interessante Zusammenstellung. Man hat hier wirklich versucht, all die Unwägbarkeiten mit zu berücksichtigen, von denen wir vorher gesprochen haben.